In diesem Video geht es unter anderem darüber zu informieren, welche Gründe dafür sprechen können, dass es Möglichkeiten und Grenzen der menschlichen Erkenntnis und inwiefern dadurch die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, beeinflusst wird. Es werden hier Themen aus dem Bereich der Erkenntnistheorie besprochen. Eine andere Bezeichnung für die Erkenntnistheorie lautet Wissenschaftstheorie. Wie schon angesprochen, ist es ein Ziel der Erkenntnistheorie, Grenzen und Möglichkeiten des menschlichen Forschens zu erkunden. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant entwickelte in diesem Zusammenhang unter anderem die folgenden vier Fragestellungen. Die erste Frage lautet: Was ist der Mensch? Diese Fragestellung fasst die anderen drei nachfolgenden Fragen zusammen, da es beispielsweise die Menschen selber sind, die diese anderen drei Fragen stellen. Was soll ich tun? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit möglichen Fragen und Antworten im Bereich von Ethik und Moral. Eine weitere Frage von Kant lautet: Was kann ich wissen? Es geht hier beispielsweise um eine Auseinandersetzung mit den Grenzen und Möglichkeiten des Erwerbs von Wissen und Fertigkeiten. Es geht hier um die sogenannte Erkenntnistheorie. Was darf ich hoffen? Es geht hier bei Kant um eine philosophische Auseinandersetzung mit Fragen und Antworten im Bereich der Religion, also aus dem Bereich der Religionsphilosophie. Denkerinnen und Denker hinterfragen seit jeher die Zuverlässigkeit ihrer Antworten und immer wieder erweisen sich verschiedene Ansichten als unsicheres Wissen. Dieses Fortschreiten des Denkens wird aus historischer Sicht in der Philosophie unter anderem als Entwicklung vom Mythos hin zum Logos bezeichnet. Der altgriechische Begriff Mythos kann mit Rede und Erzählung übersetzt werden. Ein Mythos entsteht aufgrund des Erschreckens, Erstaunens und der sich daraus ergebenden Fragen. Ein Mythos ist letztlich ein Antwortversuch ohne beweisbare Begründungen. Ein Beispiel für einen Mythos stellt die sogenannte Schöpfungsgeschichte aus Genesis 1 der Bibel dar. Menschen erklären beispielsweise das Entstehen der Erde durch Verweis auf die Tätigkeit Gottes im Zeitraum von 6 Tagen. Eine Begründung für die Richtigkeit dieser Aussagen erfolgt durch den Verweis auf Gott. In diesem Sinne rechtfertigt sich der Mythos nicht durch einen Hinweis auf beweisbare Fakten, sondern durch einen Verweis auf die eigenen, selbst erfundenen Erzählungen. Der altgriechische Begriff Logos bedeutet übersetzt unter anderem Sinn, Wort und Vernunft. Das Ziel eines Logos ist eine Erklärung mit Hilfe der Vernunft. Ein Beispiel für eine Erklärung, die den Anforderungen des Logos entspricht, wäre zum Beispiel eine wissenschaftliche Vorhersage der Entwicklung des Wetters durch die Meteorologie. Antworten bzw. Ansichten müssen vernünftig begründet werden. Ein Ziel der Wissenschaft besteht darin, alles mit Hilfe der Vernunft, also dem Logos, und nicht mehr durch einen Mythos zu erklären. Die mit der Umsetzung der Ziele zunehmende Erweiterung des Wissens und der Fertigkeiten wird in der Philosophie als Übergang vom Mythos hin zum Logos bezeichnet. Ist heute eine vollständige und umfassende Beantwortung aller Fragen mit Hilfe des Logos, also der Vernunft, möglich? Einige Denkerinnen und Denker erwecken mit ihren Ansichten den Eindruck, dass sie beispielsweise die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklungen vollständig erklären können. Insbesondere die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ab dem Jahr 2007 und die in diesem Zusammenhang zahlreichen fehlerhaften Expertenaussagen zeigen sehr deutlich, dass eine alles umfassende Erkenntnis letztlich nicht möglich ist. Aussagen erweisen sich dann als Scheinwissen bzw. als nur scheinbar vernünftige Erklärung durch den Logos, wenn Informationen nicht vollständig, sondern fehlerhaft und falsch miteinander kombiniert wurden und werden. Die Überzeugung, dass es die Möglichkeit gibt, zutreffende Erklärungen finden zu können, ist eine notwendige Voraussetzung für die wissenschaftliche Forschung. Eine weitere Voraussetzung für das Finden wahrer Aussagen beziehungsweise das Erkennen von Wahrheit
besteht darin, dass eindeutige Fragen gestellt und eindeutige und zutreffende Antworten gefunden werden. Eine nicht eindeutige Frage, wie beispielsweise ist das Wetter heute schön, ist beispielsweise nicht eindeutig zu beantworten. Die einen finden das Wetter schön, die anderen weniger schön. Im Gegensatz zu unsicheren Aussagen verweisen zutreffende Erklärungen unter anderem auf eindeutige Zusammenhänge zwischen Ursachen und Wirkungen und darüber hinaus müssen diese den Anforderungen der sogenannten Logik genügen. Die Logik beschäftigt sich mit der Art und Weise des Schlussfolgerns. Man spricht in diesem Zusammenhang von den sogenannten Prinzipien. Diese Prinzipien können folgendermaßen angeführt werden. So gibt es das Prinzip der Zweiwertigkeit. Das Prinzip der Zweiwertigkeit besagt, dass jede Aussage nur entweder falsch oder wahr sein kann, da eine Aussage nur eine von zwei sogenannten Wahrheitswerten, also wahr und falsch, haben kann. Wird in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Bivalenzprinzip gesprochen. Eine Aussage muss dementsprechend entweder wahr oder falsch sein. Das Prinzip vom ausgeschlossenen Widerspruch besagt, dass es nicht möglich ist, dass eine Aussage gleichzeitig wahr und falsch ist. Es wird in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Kontradiktionsprinzip gesprochen. Es stellen sich in diesem Zusammenhang mehrere Fragen, wie beispielsweise, wer bei Meinungsverschiedenheiten Recht hat oder ob Ansichten, die von mehreren Menschen geteilt werden, auch durch diese Übereinkunft der Wahrheit entsprechen müssen. Ist es logisch nachvollziehbar, dass Vertreterinnen und Vertreter mehrerer Religionen, Weltanschauungen oder Parteien zu gleichen Fragen unterschiedliche Ansichten vertreten? Und trotzdem gleichzeitig jeweils den Anspruch vertreten, die Wahrheit erkannt zu haben. Gibt es einen logischen Widerspruch zwischen der Überzeugung der Religionen, sie würden jeweils die Wahrheit erkannt haben, und der für uns heute selbstverständlichen Forderung nach religiöser Toleranz? Denkerinnen und Denker verwenden bestimmte Begriffe, um die Wirklichkeit beschreiben zu können. In diesem Sinne verwenden beispielsweise Medizinerinnen und Mediziner Fachbegriffe, um sich rasch über bestimmte Krankheiten unterhalten zu können, ohne dass die Gefahr besteht, dass es zu Missverständnissen zwischen den Ärzten kommt. Philosophen wie Aristoteles und Thomas von Aquin verwenden ebenfalls, mit der Zielsetzung, die Wirklichkeit beschreiben zu können, die Begriffe Seiendes und Seiendeseienden. Unter dem Seienden versteht man alles, was tatsächlich existiert oder zukünftig vorhanden sein könnte. Des Weiteren versteht man unter dem Seienden auch alles, was sich der Mensch vorstellen kann oder auch weit darüber hinausgeht und sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Der Begriff Seiendes umfasst also tatsächlich alles. Der Begriff Sein des Seienden stellt jenen Teil des Seienden dar, der tatsächlich existiert. Bezüglich dem Sein des Seienden können wahre Aussagen gemacht werden. Die Denkerinnen und Denker versuchen dementsprechend mit ihrer Suche nach der Wahrheit das Sein des Seienden zu erkennen. Früher nahmen beispielsweise viele Menschen an, die Erde sei eine Scheibe und gingen davon aus, dass dies dem Sein des Seienden entsprechen würde. Dies ist nur ein Beispiel für eine von zahlreichen falschen Vorstellungen hinsichtlich des Seins des Seienden. Wir müssen davon ausgehen, dass es immer wieder vorkommen kann, dass bisher als sicher gehaltenes Wissen sich als nicht zutreffend herausstellt. Das sogenannte Schwanengleichnis von Immanuel Kant zeigt, dass sich Menschen hinsichtlich der Zuverlässigkeit von Ansichten täuschen können. Kant erwähnt, dass früher die Menschen in Europa davon ausgingen, dass die Farbe jedes Schwanes weiß ist. Im Zuge der Entdeckung Australiens im 18. Jahrhundert erkannten die Europäer schließlich, dass es auch Schwäne mit schwarzer Farbe gibt und ihre bisherige diesbezügliche Vorstellung unzutreffend war. Die neue Antwort auf die Frage nach der Farbe der Schwäne lautet seither, dass deren Farbe weiß oder schwarz sein kann. Das Schwanengleichnis zeigt die in den Naturwissenschaften übliche Forschungsweise der sogenannten Induktion. Mit dem Forschungsverfahren der Induktion wird eine begrenzte Anzahl von Einzelfällen, wie zum Beispiel Schwäne,
beobachtet und erforscht. Aus diesen Einzeluntersuchungen wird auf die Gesamtheit aller ähnlichen Fälle geschlossen. Da aber im Rahmen der Untersuchung nicht alle Einzelfälle berücksichtigt werden können, ist immer die Möglichkeit einer falschen Annahme bzw. eines Irrtums wie im Fall der Farbe der Schwäne gegeben. Leonhard Euler beschäftigte sich ebenfalls mit der unterschiedlichen Zuverlässigkeit von Antworten. Euler geht davon aus, dass wir Menschen unserer eigenen Wahrnehmung die größte Zuverlässigkeit der Erkenntnis zutrauen. Die Erkenntnis mit Hilfe eigenen Nachdenkens erscheint verglichen mit der eigenen Wahrnehmung laut Leonhard Euler als weniger zuverlässig. Die geringste Zuverlässigkeit haben in diesem Zusammenhang die Aussagen anderer Menschen. In diesem Zusammenhang kann aber angeführt werden, dass die eigene Wahrnehmung den jeweiligen Menschen natürlich auch täuschen kann. Ein Beispiel hierfür wäre die Vorstellung, dass die Erde die Form einer Scheibe hat und nicht die Form eines Geoids. So können wir beispielsweise auch vorwiegend durch eigenes Nachdenken erkennen, dass bei einem Kühlschrank im geschlossenen Zustand die Beleuchtung erlischt. Im Mittelalter betont der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin, dass die menschlichen Erkenntnismöglichkeiten eingeschränkt sind. Dies ist umso bemerkenswerter, da Thomas von Aquin in dieser Zeit auch die Möglichkeiten der Kirche kritisch beurteilte, religiöse Aussagen beweisen zu können. Thomas von Aquin unterscheidet zwei Arten des Wissens, Vernunftwissen und Offenbarungswissen. Das Vernunftwissen wird mit Hilfe der Vernunft erfasst. Mit den Mitteln der Vernunft versuchen Denkerinnen und Denker beispielsweise Naturgesetze zu erkennen. Vernunftwissen besitzt im Vergleich mit dem Offenbarungswissen eine größere Zuverlässigkeit. Das Offenbarungswissen besteht aus der Lehrmeinung bzw. der Überlieferung der Kirche und dem Wort Gottes in der Heiligen Schrift. Das Offenbarungswissen kann letztlich nicht mit der Vernunft vollständig erfasst werden, sondern wird, laut Thomas von Aquin, mit Hilfe des religiösen Glaubens erschlossen. Philosophinnen und Philosophen beschäftigen sich auch mit der Art und Weise, in der sie sich selber Gedanken über die Wirklichkeit machen. Dies wird unter anderem als Denken des Denkens bezeichnet. Es wird in diesem Zusammenhang die Anschauungsebene und die Reflexionsebene unterschieden. In der Anschauungsebene beschäftigt man sich und überdenkt man beispielsweise konkrete Dinge, Ereignisse, Gefühle, die man in der Welt vorfindet. In der Reflexionsebene reflektiert man die eigene Denkweise, Erfahrungen, Meinungen und Sichtweisen. Man überdenkt die eigene Art und Weise, über die Welt und sich selber nachzudenken. Vertreterinnen und Vertreter des sogenannten Rational Choice Modells, also einem Modell der rationalen, vernünftigen Entscheidungen, vertreten die Grundannahme, dass Menschen Entscheidungen vor allem mit den Mitteln ihrer Vernunft treffen. Je mehr Informationen den Menschen zur Verfügung stehen, umso vernünftiger können die Menschen angeblich ihre Entscheidungen treffen. Da die Menschen sich laut den Vertreterinnen und Vertretern dieses Rational Choice Modells überwiegend vernünftig verhalten, muss man angeblich nur erkennen, worin eine rationale Entscheidung besteht, um deren Verhalten vorhersagen zu können. Die Anhängerinnen und Anhänger dieser Sichtweise sind der Ansicht, dass die Menschen berechenbar sind. Ein Hauptkritikpunkt am Rational Choice Modell besteht darin, dass Menschen ihre Entscheidungen nicht nur vernünftig treffen, sondern vor allem auch aus emotionalen Beweggründen. Das menschliche Erleben und Verhalten wird überaus stark beeinflusst durch beispielsweise Erwartungen und Befürchtungen. Da das Gehirn immer in der Weise funktioniert, dass es mit Hilfe seiner emotionalen Zentren beispielsweise die Situation des jeweiligen Individuums bewertet, kann festgehalten werden, dass jeder Mensch zwangsläufig emotional beeinflusst wird. Menschen neigen dazu, in Situationen, die für diese beispielsweise unübersichtlich und schwer nachvollziehbar sind, wie beim Investment auf Aktienmärkten, auf die Empfehlungen von Expertinnen und Experten zu vertrauen. Dies ist umso bemerkenswerter, da sowohl die Empfehlungen und Entscheidungen der Laien
als auch der Expertinnen und Experten emotional beeinflusst sind. Dass Gefühle beim Aktienhandel eine entscheidende Rolle spielen, zeigt sich beispielsweise in der bildhaften Sprache, mit der die Vorgänge an der Börse beschrieben werden. So wird in diesem Zusammenhang der Kursanstieg an der Börse mit einem Bullen verglichen, der mit seinen Hörnern nach oben stößt, und der Kursverfall mit einem Bären, der mit seinen Pranken nach unten schlägt.